Hallo, ich bin Charlotte Thun und ich bin die wissenschaftliche Volontärin hier im Edwin-Schaff-Museum in Neu-Ulm. Und ich befinde mich in den Räumen unserer aktuellen Sonderausstellung Ziemlich beste Freunde, Hans Thur und August Macke. Eines meiner Lieblingswerke dieser Ausstellung ist dieser Teppich mit dem Titel Farbige Komposition, Großer Blumenteppich 2, der nach einem Entwurf von August Macke aus dem Jahr 1912, 1960 gewebt wurde. Macke entwarf damals für seine Ehefrau Elisabeth, deren Mutter und Großmutter, neue Vorlagen für das Sticken, die in seinen Augen abwechslungsreicher und moderner waren. Denn er fand die alte hergekommenen Vorlagen, nach denen so viele Frauen zu dieser Zeit am Abend bei einer Petroleumlampe stickten, kurzum gesagt, er fand sie ziemlich schrecklich. Was auf diesem Teppich zunächst vielleicht wie eine Aneinanderreihung verschiedener Farb- und Formflächen aussieht, ergibt aber bei näherer Betrachtung eine blühende Landschaft aus Blumen, in erdigen, an einen Wald erinnernden, aber auch in pastellen Farben. Ich sehe hier Formen, die mich an Mohnblumen oder an Farne erinnern. Vielleicht ist hier sogar ein Hase dargestellt. Ich finde, dieser Teppich ist ein Produkt der modernen Kunst seiner Zeit. Er ist expressiv, wirkt aber zugleich zeitlos auf mich. Gleich daneben hängt das Gemälde Rot-Grün. Wenn beide so nebeneinander hängen, fällt mir auf, wie ähnlich sie sich sind. Obwohl dieses hier 1922 Hans Thur, also der beste Freund von August Macke, gemalt hat. Die breiten und pastosen Pinselstriche, die hier ein Wald und eine dahinterliegende Berglandschaft wiedergeben, erinnern mich an die Struktur, die beim Weben des Teppichs entstand. Die Ähnlichkeit dieser beiden Werke ist für mich ein weiterer Beweis für die enge künstlerische Verbundenheit und Freundschaft der beiden, die über den Tod Mackes im Jahr 1914 weiterhin bestand.